Ich bin Regisseur und will einen neuen Film drehen. Aber wer sind meine Schauspieler? Was wäre, wenn unsere Brawler in Brawl Stars in Filmen mitspielen würden? Oder in welchem Genre würden sie denn überhaupt mitspielen? Und welcher Film könnte vielleicht für sie passen? Leute, das werde ich klären in diesem Video. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt schon gesehen, ich habe mir mal die Gedanken gemacht, wie wäre das denn, wenn Brawler in Filmen mitspielen würden? Und welcher Film oder welches Genre würde denn eigentlich vielleicht so am besten zu ihnen passen? Das klären wir in diesem Video. Ich würde sagen, Film ab. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir hier ganz einfach mal an mit Piper. Piper hat ja auch verschiedene Skins. Und ich gehe jetzt einfach mal von diesem Standard-Piper-Skin aus. Und mit dem Standard-Piper-Skin finde ich, würde Piper eigentlich perfekt als Hauptfigur in einem Liebesfilm passen. Ich habe an Sissy gedacht. Sissy ist ja so ein Liebesfilm und da würde eigentlich Piper perfekt in die Hauptrolle passen. Also Sissy ist ja wirklich so ein Liebesromantikfilm. Ich denke, das wäre perfekt für Piper. Und da würde ich sagen, da kommen wir zu Crow. Natürlich nicht mit diesem Skin, sondern mit dem klassischen Crow-Skin. Und ich finde oder habe da direkt einen Film im Hinterkopf. Die Frage ist überhaupt, ich glaube nicht, dass ihr den kennen dürftet, aber da denke ich direkt an diesen Film. Da denke ich direkt an Alfred Hitchcock und die Vögel. Und ihr seht ja schon, in den Vögel kommen Krähen vor. Überall Krähen. Und ja, das Genre ist ein Horrorfilm. Der Film ist mittlerweile schon ziemlich alt. Der Film ist von 1963. Also, den könnten eure Großeltern kennen. Aber ich denke direkt an den Film, an einen Horrorfilm mit Krähen. Also, genauso wie Crow. Der nächste Brawler auf meiner Liste heute hier ist Bull. Und ich finde, Leute, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Bull sieht ja aus wie so ein typischer Stalker. Boy, der hat ja auch so eine Sporen an seinen Hacken, an seinen Schuhen. Er hat so einen typischen Western-Gürtel um. Ich denke, Bull wäre wahrscheinlich in einem Western-Film genau richtig. So als dieser grobe, böse Boss, der halt dann so in die City einreitet und dann erstmal Stress anfängt. Genau der wäre Bull. Und da muss natürlich ein typischer Tarantino mit am Start sein für Bull. Das heißt, hier so ein typischer Western-Film. Ja, ich denke, das wäre optimal für Bull. Da habe ich doch schon hier direkt den nächsten Brawler am Start. Und zwar Mortis. Und ja, Leute, ich weiß nicht, aber bin ich der Einzige, der, wenn er an Mortis denkt, immer an so einen Vampir denkt? Ich glaube, der hat ja auch generell immer schon das Image, ein Vampir zu sein. Aber von daher gehört er natürlich irgendwelche Vampirfilme. Ich denke am ehesten, wenn ich an Mortis denke, an Twilight. Twilight sind ja auch Vampire dabei. Und ich denke, ja, vielleicht ist sogar Mortis im nächsten Twilight-Film mit dabei. Würde auf jeden Fall passen. Wie wäre es mit Vampire Diaries? Auch bei Vampire Diaries geht es um Vampire. Und vielleicht ist Mortis dann der nächste große böse Vampir. Ich weiß nicht, Leute. Aber ich finde, Sprout passt perfekt in einen Zeichentrickfilm. Und ich habe da direkt einen im Kopf. Und da habe ich natürlich direkt Wall-E im Kopf. Leute, ey, Wall-E, guckt euch das Bild an. Leute, ich finde, bei diesem Bild würde hier drüben einfach perfekt Sprout fehlen. Dann wäre es nicht Eva und Wall-E. Dann wäre es auch noch Sprout. Gefallen euch diese Art von Videos? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und lasst auch gerne mal ein Abo für mich da. Das würde mich verdammt unterstützen. Wir sind auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Brawler. Je nachdem, was Edgar für ein Skin hat, spielt er natürlich in verschiedenen Filmen mit. Der normale Edgar, würde ich sagen, spielt vermutlich genauso wie Bull in einem Western-Film mit oder in so einer Teenie-Dramatik, irgend so ein Teenie-Liebesfilm-Dramatik, aber er ist auf jeden Fall so der Böse. Ich meine, guckt es euch an, ne? Er ist einfach dieser Sunny Boy quasi, aber halt der Bad Guy, ne? Er ist halt auf jeden Fall ein Bad Guy.
Aber theoretisch könnt ihr genauso wie Poco auch einfach in einem mexikanischen Film mit dabei sein. Also Leute, das Kostüm von Edgar wäre auf jeden Fall das hier. Leute, ey, wenn das nicht auf jeden Fall das Kostüm für Edgar wäre. Ich meine, guckt es euch an. Der sieht ja quasi genauso aus. Der würde auf jeden Fall in so einem typischen mexikanischen mitspielen. Also, Leute, und der nächste Brawler ist auch wieder eindeutig. Und diese Biene, ich meine, nennt sich Maya. Eine kleine, freche, schlaue Biene, Maya. Leute, ey, Bee ist halt einfach eine Biene. Und ich meine, Bienen, Biene Maya, also Zeichentrick, check. Nee, ich weiß nicht, also ich denke, wenn ich immer Bee höre, und Bee ist ja eine Biene, das soll ja auch so sein, seht ihr ja hinten auch mit schön die Biene mit dem Stachel hinten auf dem Rücken. Ja, also, ne, Bee denkt dran, den Honig möchte ich immer noch. Hm? Maya, Maya, Maya fliegt durch diese Welt. Cringe. Check. So, ich glaube, Leute, bei Bo sind wir uns doch sicher auch alle einig. Bo gehört in einen typischen Indianerfilm. Und zwar natürlich Old Shatterhand. Ist natürlich auch ein Indianer. Also Leute, ich sehe auf jeden Fall wirklich keinen Unterschied hier. Old Shatterhand. Und dann daneben, hier der Boy ist auf jeden Fall falsch. Da muss der richtige Bo hin. Nita, wie sie hier auf dem Bild ist. Also guckt euch mal Nita hier auf diesem Bild an. So dieses kleine, wo sie so mit den schwarz umrandeten Augen. Sieht für mich aus wie Lexa aus The 100. No joke. Ich meine, ja, also es geht jetzt einfach nur um das Aussehen. Nicht um den Film oder so oder die Serie, ist ja eine Serie. Aber no joke, Nita sieht doch hier auf dem Bild aus genauso wie Lexa, oder? Hier mit diesen schwarz umrandeten Augen. Der nächste Schauspieler auf unserer Liste ist Trommelwirbel. Rico. Rico passt natürlich in diesen Film. Leute, Rico passt definitiv in iRobot. iRobot, da sind ganz viele Roboter. Ich meine, ihr seht schon, Roboter an Roboter. Und ich meine, Rico würde da halt einfach nicht auffallen, ne? Mein Film für Rico, iRobot. Okay, okay, okay. Ich glaube, Leute, der liegt auch auf der Hand. Frank. Frank sieht natürlich aus wie Frankensteins Monster. Also das muss hier irgendwie Verwandtschaft dritten Grades sein oder so. Ich meine, guckt es euch an. Ich denke, Frank und der Boy sind sich auf jeden Fall komplett ähnlich. Ich hoffe, meine kleine Filmreise hat euch gefallen. Tja, was sagt ihr? Welche Brawler würden in welche Filme passen oder in welche Genre? Sagt mir auf jeden Fall unten in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer River.